Seid ganz herzlich gegrüßt von der geistigen Seite her. Meine Energie, euer spirituelles Wachstum zu fördern und zu verstärken und meine Liebe fließen bereits unaufhörlich in euch ein und erfüllen euch. Fühlt gerne in euch. Es ist mir eine Freude, euch diese Botschaft nun zukommen zu lassen. Wie ihr bereits wisst und wie es euch bereits bewusst ist, wird es erst ganz arg, ganz übel, bevor es dann völlig transformiert. Dies trifft jederzeit zu, in eurem Leben auf diesem Planeten. So achtet mehr denn je auf eure Gedanken, denn ihr sollt, könnt und dürft die neue Welt manifestieren. Also fallt nicht in Sorgen, Zweifel oder Ängste, ob der Turbulenzen, die euch im Außen aufgezeigt und herangetragen werden. In diesen Tagen wird die Geschichte der Menschheit neu geschrieben. Doch lasst euch nicht ablenken oder verwirren von den Geschichtenerzählern. Wandelt jetzt bewusst alle eure Gedanken und emotionalen Muster in Bezug auf euch selbst, sowie diese, mit welchen ihr die Geschehnisse im Weltenkontext betrachtet. Seht das Licht in der Dunkelheit. Ihr seht den Krieg, doch haltet fest an eurer Vision vom friedvollen Miteinanderleben, Miteinander sein, vom friedvollen, gemeinsamen neuen Wir. So manifestiert sich durch euch mehr und mehr der Frieden. Nichts ist, wie es scheint. Denn ihr bekommt überall und gerade über eure Medien und Politiker und wirtschaftlichen Führungsmenschen stets ein Schauspiel gezeigt. Doch hinter der Bühne, hinter dem großen Vorhang, geschehen bereits andere Abläufe. Der Wandel vollzieht sich allen Ortens, im Kleinen wie im Größeren, bereits auch erkennbar. Doch zeigt man euch nur das Alte. Das Schicksal der Menschheit entscheidet sich jetzt und ihr tragt maßgeblich zu einem besseren Weg bei. Bleibe in der Liebe zu allem, was ist und bleibe bei deiner Vision einer besseren Welt. So wie ihr glaubt, so wird euch geschehen. Ihr kennt dieses Zitat aus eurem heiligen Buch. So ermahnen wir euch immer wieder und laden euch immer wieder ein. Bleibt bei euren
positiven, hoffnungsvollen, wunderschönen Gedanken und Visionen einer neuen Welt. Und so schöpft und kreiert ihr diese neue Welt mit. Bleibt ganz bei euch und haltet es für möglich, dass ihr die Schöpfer der neuen Welt seid. Wir lieben euch unermesslich und sind stets an eurer Seite. Wir unterstützen euch und lieben euch. Anio Hevedatrach.